Hallo ihr Lieben, ich muss euch mal was mitteilen. Ich streame First Dates Hotels gerade und da sitzen sich gerade zwei Männer gegenüber und die sind im Restaurant, haben die Speisekarte vor sich und der eine blättert so durch und sagt, also es geht um die Vorspeise. Ah, das ist alles nichts für mich, irgendwie, da ist nichts bei. Und er wäre so der Typ, gut bürgerlich, damit wird man ihn immer kriegen. Und er weiß, dass er an diesem Punkt schwierig ist. Und ist mir so die Kinnlade runtergefallen, denn ihr wisst ja, ich habe schon mal 10 Jahre Rohkost gemacht und ich bin, seit ich 16 bin, habe ich vegetarisch gelebt und also von 16 bis 26, von 26 bis 36 habe ich Rohkost gemacht, davon die ersten Jahre frutarisch und später Instinkto. Und seitdem würde ich sagen, habe ich keine besondere Ernährungsrichtung, aber immer noch sehr gesund, mit großen Ausnahmen. Und also ich habe immer noch eine Affinität zu gesunder Ernährung. Und ich weiß, wir Rohköstler damals noch so belächelt wurden, ausgegrenzt, wir mussten uns immer erklären, keiner hatte Verständnis dafür. Und jetzt ist es ja sogar schon gesellschaftsfähig, vegan zu sein. Und man bekommt Produkte überall. Bei uns war das wirklich schon eine logistische Schwierigkeit. Aber einfach diese Aussage, dass jemand sagt, gut bürgerlich ist seins, damit kriegt man ihn immer. Und er weiß, dass er schwierig ist. Unglaublich. Die Zeiten haben sich so geändert. Das Bewusstsein geht so hoch. Denn es gibt eine Korrelation zwischen Ernährung und Bewusstsein. Viele Rohköstler damals haben gesagt, das Bewusstsein kam mit der Rohkost. Und bei anderen war es umgekehrt. Mit einem hohen Bewusstsein kam auch ein Bewusstsein für bestimmte Ernährungsformen. Ich feiere das gerade und das musste ich euch echt mal mitteilen. Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu?